Wer zwischen Worpswede und Osterholz-Scharmbeck durch Waghausen rast, übersieht leicht diese Toreinfahrt. Es ist Samstag, der 20. Oktober 1996. Hier für die Einrichtung Semkenhof ist also dieses Wohnheim und Werkstatt für behinderte Menschen ist allein der Klickverein Träger. Wir finanzieren uns über Pflegesätze, das heißt, die laufenden Kosten werden halt eben über Pflegesätze abgedeckt. Sämtliche Investitionen hier wurden von uns, von unserem Verein, alle alleine getragen. Zum Teil aus Eigenmitteln oder aber halt eben über Kredite, die wir halt eben von den Banken oder Instituten hier aus der Umgebung haben. Das ist schon ein besonderer Tag, wenn wir halt eben das, was wir bisher so erreicht haben, der Öffentlichkeit zeigen. Wir sind daran interessiert, dass wir unsere Einrichtung möglichst halt eben in der Nachbarschaft verankern, im Ort, in der Gemeinde, im Kreis. Und von daher ist das schon was Besonderes, wenn wir halt eben so viel Zuspruch erleben. Es hat sich schon in dem einen Jahr, seitdem wir also so hier leben und arbeiten, hat sich eine ganz tolle Nachbarschaft entwickelt. Wir holen von den Nachbarn halt eben die Milch fürs Frühstück und kaufen das Fleisch fürs Mittagessen von den Nachbarn. Es sind halt eben durchweg Bauern hier aus Waghausen. Die sind zum größten Teil auch noch hier. Die sind schon seit Stunden hier, trinken ihr Bier oder ihr Kaffee und Kuchen. Und das hat sich schon in dem einen Jahr. Am Tag der offenen Tür wurden selbst die Privaträume gezeigt. Aber nur, wenn die Bewohner nichts dagegen hatten. Zeiger zum Zeigen von meinem Zimmer. Der Zeiger ist abgebrochen. Wir gehen jetzt nach oben in die Wohngruppe, da wo die Zimmer sind der Leute, die hier wohnen. Meins zum Beispiel werden wir gleich sehen. Okay. Geh mal vor. Hier wohnt zum Beispiel ich. Mein Name ist Christopher Schneider. Hier finden auch all meine Planungsarbeiten für meine Aktivitäten statt. Mein Haupthobby ist zum Beispiel Tierschutz. Mal gucken, wie schön ihr das hier habt. Mensch, das ist ja toll. Ja. Sind nicht groß, aber schön. Ja, für mich reicht das. Ja. Und wer leitet denn das hier? Wer? Erwin Bienewald. Herr Bienewald leitet. Dr. Ja. Erwin Bienewald. Der leitet das Ganze dann. Ich bin hier der Chef. Erwin! Sag mal. Und Chefs sind ja heute oft auch gleichzeitig die Clowns. Wir haben Sie heute eingeladen, weil der Semkenhof heute ein Jahr alt wird. Sie sollen gucken, ob wir das Jahr gut genutzt haben und uns auch durchaus sagen, was Ihnen nicht gefällt. Aber wir nehmen auch gar Lob entgegen. Und, Sie sitzen hier in der Tischlerei. Normalerweise werden hier Möbel gemacht. Also wir sind 13 Leute hier in dem Haus, die hier wohnen und etwa 25, genau habe ich das nicht gezählt, die hier arbeiten. Plus die nicht Betreuten, also die Angestellten, Beschäftigten, sind wir hier so 35 Leute, die hier jeden Tag essen. Und wir haben seit einer Woche auch eine Außenwohngruppe mitten in Worpswede. Dort wohnen nochmal 8 Leute.
Wir haben das Objekt relativ günstig gekriegt und wir haben ein Angebot gemacht. Wir haben gesagt, gut, zu dem Preis würden wir es kaufen. Wenn uns das dann jemand verkauft, können wir nicht sagen, wir haben eine Notlage genutzt, sondern ich denke, das ist ein ganz fairer Kauf gewesen. Und von daher sehe ich, also haben wir kein schlechtes Gewissen dabei. Also es gab da schon erstmal von den Nachbarn gewisse Ängste. Die wussten nicht, was kommt da auf uns zu. Wir haben mit den Nachbarn persönlich gesprochen und ich denke, dass diese Ängste erstmal durchs Gespräch etwas minimiert wurden und dass auch jetzt so durch die ersten Erfahrungen nach 14 Tagen, wo die ersten Leute halt eben da wohnen, dass sich das da schon gelegt hat. Also so, wir haben da jedenfalls von den Nachbarn nichts Negatives mehr gehört. Time has come to leave you, oh, one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way, I'm on my way. Oh, dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't. Es sind ja einige hundert Menschen halt eben heute hier durch die Einrichtung durchgegangen. Haben den Hof hier besichtigt, unsere Mosterei, die Außenvorkommen.